Ja, abschließend wollen wir uns diese Mehrschrittverfahren jetzt nochmal in Aktion anschauen. Und ich möchte die programmieren, und zwar genau so, wie ich sie in der Vorlesung definiert habe. Okay, also fangen wir an. Wir brauchen zunächst mal, wenn wir uns Anfangswertaufgaben angucken, immer eine Beispielaufgabe. Und ich habe hier die alten Beispielaufgaben von den Einschrittverfahren wieder genommen. Das heißt, die lineare Differentialgleichung, die Differentialgleichung, die eine Tangensatzlösung hat. Und die aus der Übungsaufgabe, die habe ich hier nochmal mit dazu geschrieben. Aber wir werden uns hier ausschließlich beschäftigen mit der linearen Differentialgleichung. Ich stelle Ihnen wieder alles zur Verfügung. Sie können es hier zum Beispiel auch mal an den anderen Gleichungen einfach ausprobieren. Okay, was ist die entscheidende Idee bei den Mehrschrittverfahren? Die entscheidende Idee ist, dass wir zur Berechnung eines Wertes nicht nur den direkten Vorgänger benutzen, so wie wir es bei den Einschrittverfahren gemacht haben. Ja, wir haben das yk plus 1 berechnet, indem wir das yk benutzt haben und kein anderes yk, kein anderes yj. Bei den Mehrschrittverfahren, da berechnen wir das yk plus m und benutzen dabei die Vorgänger yk bis yk plus m minus 1 bei den expliziten Verfahren noch mit. Okay, das ist die entscheidende Idee. Das Problem ist natürlich, wenn Sie jetzt m gleich 3 haben, dann berechnen Sie also das yk plus 3 und brauchen dabei die Vorgänger yk, yk plus 1, yk plus 2. Die haben Sie natürlich am Anfang gar nicht. Das heißt also, beim ersten Mal, also y0, y1, y2, y0 ist klar, ja, aber y1 und y2 können Sie gar nicht mit dem Mehrschrittverfahren ausrechnen, weil die gar keine drei Vorgänge haben. Das heißt, wir müssen am Anfang erstmal anfangen und müssen erstmal so ein Einschrittverfahren machen, um uns y0, y1, y2 zu beschaffen. Und dann können wir tatsächlich mit unserem Mehrschrittverfahren einsetzen, denn dann haben wir unsere drei Vorgänge ab y3. Okay, gut. Das heißt also, ich habe hier mal die alten Verfahrensfunktionen für die Einschrittverfahren nochmal wieder rausgekramt. Also die Verfahrensfunktionen vom Euler-Verfahren, vom verbesserten Euler, von Hoyn und aus der Aufgabe von Runge-Kutta. Und benutzen werden wir hier tatsächlich diese Formel von Runge-Kutta. Okay, gut. Dann die linearen Mehrschrittverfahren sind definiert durch so Alpha-Ks und Beta-Ks. Und die beiden haben wir zum Beispiel ausgerechnet in der Vorlesung für Adams-Beschforth für die Ordnung 2. Und naja, da war sowas wie yk plus 2 minus yk plus 1. Das heißt, die Koeffizienten sind hier 0, minus 1 und 1. Ja? Das sind die Alphas hier vorne. Ist gleich. Und dann die Koeffizienten für die Betas, die haben wir ausgerechnet. Das war minus 1,5, 3,5 und 0. Das hier ist der Koeffizient vom FK. Das ist der Koeffizient vom FK plus 1. Und das ist der Koeffizient vom FK plus 2. Ja, der kommt nicht vor, weil das Ganze ein explizites Verfahren ist. Ja, und schauen Sie nochmal nach. Das sind genau die Koeffizienten, die wir ausgerechnet haben. Okay, und dann habe ich für vorhin, als wir symbolisch das Ganze ausgerechnet haben, das noch eine Stufe weiter gemacht. Und da kamen tatsächlich raus die Koeffizienten 5 Zwölftel, minus 16 Zwölftel, 23 Zwölftel. Das wollen wir hier nachher auch nochmal nutzen. Und ja, dann verschiebt sich das entsprechend. Wir berechnen dann ein yk plus 3 hier vorne. Das ist also ein yk plus 3 minus yk plus 2. Das heißt, die Alphas, die dazugehören, die sind 0, 0, minus 1 und 1. Okay. Gut, aber wir fangen erstmal an mit dem Beispiel aus der Vorlesung. Und ja, wie sieht jetzt so ein allgemeines Mehrschrittverfahren aus? Am Anfang haben wir so ein bisschen Blabla. Dann im Wesentlichen, hier vorne müssen wir ein paar Mal ein Einschrittverfahren machen. Ja, das mache ich hier vorne. Also m minus 1 mal, wir brauchen m Vorgänger. Das heißt also m minus 1 mal müssen wir tatsächlich unser Einschrittverfahren anwenden, damit wir überhaupt erstmal genügend Vorgänger haben, damit wir mit dem Mehrschrittverfahren einsetzen können. Und ab da nutzen wir tatsächlich dieses Mehrschrittverfahren. Und das hier ist jetzt eine ein bisschen kompakte Schreibweise für genau das, was wir in der Vorlesung definiert haben, aufgelöst nach dem i plus m habe ich hier geschrieben, sehe ich gerade. Naja, es ist yk plus m, sollte es eigentlich sein. Okay, gut. Und ja, in jedem Schritt müssen wir einmal nur unsere Funktion auswerten. Und das ist eben neu. Ja? Also bei den Einschrittverfahren konnten wir zwar hohe Ordnungen erzeugen, dafür mussten wir aber relativ häufig pro Schritt auswerten. Und jetzt werten wir tatsächlich nur noch einmal aus pro Schritt. Und ja, und das heißt, der Aufwand ist deutlich geringer.
Hört sich also an, als ob Mehrschrittverfahren eine gute Idee wären. Okay, zunächst mal fangen wir an mit einem Gitter, mit 100 Gitterpunkten oder 101 Gitterpunkten, ne? Also H gleich 100. Und wir gucken uns an das Mehrschrittverfahren und schauen auf die Ergebnisse, die wir rausbekommen. Also Alpha, Beta und so weiter. Die Stufe ist 2, ja, also ist m gleich 2. Das heißt also, wir erwarten zum Beispiel auch eine Genauigkeit von h Quadrat. Ja, das hat uns der Satz gesagt, den wir gerade bewiesen haben. Okay, gut, dann lösen wir einfach mal mit diesem Mehrschrittverfahren jetzt unsere Anfangswertaufgabe und Sie sehen, also die Approximation ist erstmal ziemlich gut, ja, also die beiden sind tatsächlich in zwei Kurven übereinander geplottet, nämlich einmal die Approximation, einmal die Lösung und für 100 Gitterpunkte bekomme ich hier bereits eine Genauigkeit von ungefähr so 10 hoch minus 4, ja. Okay, gut. Wie stellen wir fest, ob das die richtige Ordnung hat, ob das wirklich zweite Ordnung hat? Naja, also da gibt es einen einfachen Trick, nämlich wir nehmen einfach mal 10-mal so viele Punkte. Okay, wenn das tatsächlich mit h Quadrat geht, wenn ich 10-mal so viele Punkte habe, dann wird das h um den Faktor 10 kleiner. Das heißt, h Quadrat, der Fehler müsste um den Faktor 100 abnehmen. Ja? Das heißt, wir würden jetzt erwarten dann 10 hoch minus 6. Und schauen wir uns das an. Ich lasse das einmal laufen. Und ja, genau, Sie sehen, ja, der Fehler wird zu 10 hoch minus 6. Ich könnte es jetzt nochmal, machen wir es sicherheitshalber, nochmal um Faktor 10 kleiner. Ja. Dann haben wir tatsächlich 10 hoch minus 8. Das heißt, jedes Mal, wenn wir um Faktor 10 kleiner werden, wird der Fehler um einen Faktor 100 kleiner. Und das bedeutet tatsächlich, wir haben eine, das deutet stark darauf hin, dass wir eine Konvergenz in der Größenordnung h Quadrat haben, also tatsächlich Konsistenzordnung 2, Konvergenzordnung 2. Das ist halt okay, das heißt also, wir stellen insbesondere hier fest, hier scheint tatsächlich wieder die Konvergenzordnung und die Konsistenzordnung übereinzustimmen. Ja, wir haben von diesem Verfahren nur gezeigt, dass es konsistent ist von der Ordnung 2 und jetzt hier ausgegeben ist natürlich der globale Diskretisierungsfehler und auch der ist von der Ordnung 2. Das heißt also, hier hängt offensichtlich die Konsistenz wieder mit der Konvergenz ganz eng zusammen. Gut, das ist uns vielleicht zu langweilig, ja, also nehmen wir mal ein anderes Verfahren und zwar nehmen wir mal dieses Verfahren dritter Stufe, das ich vorhin symbolisch ausgerechnet habe und da würden wir erwarten, dass das mit h hoch 3 geht, das heißt also, es müsste jedes Mal um den Faktor 1000 besser werden und ich fange hier mal an wieder mit n gleich 100 und wir bekommen da wieder so eine Genauigkeit von so ungefähr 10 hoch minus 4. Und wenn das stimmt, dann müsste ich ja jetzt eine Genauigkeit von 10 hoch minus 7 bekommen. Ja, das ist nicht richtig. Ah, okay, ich hätte hier vorne das vielleicht auch laufen lassen sollen. Entschuldigung. Ja, also nochmal n gleich 100. Dann haben wir hier eine Genauigkeit von 10 hoch minus 6. Und wenn ich es jetzt um den Faktor 10 kleiner mache, das h, dann erwarten wir, dass das um den Faktor 10 hoch 3, also 1000 besser wird. Das heißt, das müsste in der Größenordnung von 10 hoch minus 9 liegen anschließend. Also Spannung, jawohl, 10 hoch minus 9. Ja, das heißt also tatsächlich, dieses zweite Verfahren, das nach unserem Satz das nach unserem Satz genau ist von der Ordnung h hoch 3. Es ist ein Verfahren mit m, ein explizites Verfahren mit m gleich 3 und das Verfahren wurde hergeleitet durch Integration, das heißt also unser Satz sagt uns, das sollte die Genauigkeit von h hoch 3 haben und genau das sehen wir auch hier. Ja, wenn wir um den Faktor 10 kleiner werden mit dem h, dann wird der globale Diskretisierungsfehler um den Faktor 1000 kleiner, das heißt also, es liegt nahe anzunehmen, okay, das ist ein Faktor h hoch 3 und ein Fehler h hoch 3, den wir hier haben. Okay, also alles bis jetzt wie bei den Einschrittverfahren. Ja, also wir haben Konsistenz von der Ordnung P und wir sehen am Ende tatsächlich auch Konvergenz von der Ordnung P, nämlich der globale Diskretisierungsfehler hat dieselbe Ordnung wie der Konsistenzfehler. Das ist ja doch mal schön. Das heißt also, Sie erwarten mit Sicherheit gleich den Satz aus Konsistenz folgt Konvergenz. Und da wollen wir nochmal das aber vorher, bevor wir das machen, noch einmal testen und zwar an der Aufgabe, die ich ganz an dieser Klausuraufgabe, die ich vorgerechnet habe.
Und zwar fangen wir mal an mit Alpha gleich 1. Sie erinnern sich noch, das war ein Mehrschrittverfahren, das durch so ein Alpha parametrisiert war. Und ja, dieses Alpha, das setze ich jetzt erstmal gleich 1. Wie war das nochmal? Mit Alpha gleich 1 hatten wir Ordnung 2, mit Alpha gleich minus 5 hatten wir sogar Ordnung 3. Also Alpha ungleich minus 5 war Ordnung 2, Alpha gleich minus 5 war Ordnung 3. Alpha gleich 1 würde also bedeuten, wir erwarten die Ordnung 2. Und auch das rechnen wir wieder durch. Ja, das heißt, wir lassen das hier erstmal laufen. So. Und dann haben wir hier, lassen wir es hier laufen mit n gleich 100. Ich habe dann hier eine Genauigkeit von der Ordnung 10 hoch minus 6. Ne? Habe ich das wirklich laufen lassen? Wollen wir mal eben gucken. Ah, Entschuldigung. Das ist natürlich, ich muss natürlich auch dann das auswählen. Ja? Okay. So, jetzt habe ich dieses Alpha ausgewählt aus der Aufgabe, die wir gerechnet hatten. So. Und ja, wir haben hier Genauigkeit so ungefähr von 4 mal 10 hoch minus 3. Und wir verkleinern hier wieder das h um den Faktor 10. Und ja, in diesem Fall haben wir jetzt 4 mal 10 hoch minus 4. Das ist jetzt noch nicht so toll. Mal gucken. 10 hoch minus 5. Ja. Das gefällt mir jetzt eigentlich gar nicht so gut. Wir erwarten eigentlich eine Ordnung 2. Wollen wir mal gucken, warum das nicht so ist. Alpha gleich 3. Ups, Alpha gleich 3 liefert mir überhaupt nichts. Ich versuche nochmal Alpha gleich 0. Oh, Alpha gleich 0 liefert mir einen globalen Diskretisierungsfehler direkt von 10 hoch minus 8. Ich habe das n viel zu groß gewählt, Entschuldigung. Ich mache hier nochmal n gleich 100. Und dann haben wir hier einen globalen Diskretisierungsfehler 1 mal 10 hoch minus 4. Und wir gucken mal mit n gleich 1000. Ja, und dann haben wir tatsächlich, es ist quadratisch. Ja, also 10 hoch minus 4, dann 10 hoch minus 6. Und dann bekommen wir hier das Richtige. Warum da jetzt gerade nur linear rauskam, muss ich nochmal nachgucken. Vielleicht ist da noch ein kleiner Fehler drin in der Definition des Alphas. Okay, aber das ist jetzt wieder das, was wir erwarten. Ja, also wir gehen von 10 hoch minus 4, gehen wir auf 10 hoch minus 6, wenn wir um den Faktor 10 verkleinern, unser h. Das heißt, wir erwarten wieder, der Fehler geht mit h². Okay, das heißt also, Konsistenz der Ordnung 2 hatten wir ja nachgewiesen. Konvergenz der Ordnung 2 sehen wir hier. Wunderbar, ja, das ist wieder genau das, was wir erwarten. Dann setzen wir mal ein Alpha gleich minus 5. Und da erwarten wir jetzt natürlich eine Konsistenzordnung 3. Und das bedeutet, wir erwarten auch, da haben wir eine Konsistenzordnung 3. Und das heißt, wir erwarten natürlich eine Konvergenzordnung 3. Also setzen wir das ein, Alpha gleich minus 5. Und da kriegen wir komischerweise einen Fehler. Und wir sehen, das ist deshalb, weil schon bei 0,5 unsere Approximation geht von minus 10 hoch 307 bis plus 10 hoch 307. Also das ist überhaupt keine vernünftige Approximation mehr, die ich hier bekommen habe. Das heißt, wenn ich Alpha gleich minus 5 setze in unserem Mehrschrittverfahren, dann passiert irgendwas. Der Fehler nimmt plötzlich drastisch zu. Und jetzt nehmen wir nochmal Alpha gleich minus 1 hier vorne. Da wussten wir, das hat Ordnung 2. Das funktioniert noch gut. Ja, Alpha gleich minus 1 können wir setzen. Sieht aus wie Konvergenz zumindest mal. Und jetzt setze ich mal Alpha gleich minus 1,1. Ein bisschen kleiner. Wir wissen, das Verfahren hat immer noch Ordnung 2. Aber was ich hier als Näherung bekomme, ist absoluter Unfug. Das Ganze geht von minus 6 mal 10 hoch 30 bis 6 mal 10 hoch 30. Das heißt also, wenn wir irgendwie da so eine Grenze überschreiten mit diesem Alpha, dann bekommen wir nicht mal mehr Konvergenz. Wir bekommen nicht nur keine Konvergenz, sondern wir bekommen völlig unsinnige Approximationen. Das heißt also, wir ahnen schon, für Mehrschrittverfahren gilt dieser schöne Satz aus Konsistenz folgt Konvergenz anscheinend nicht. Was wäre denn eine mögliche Erklärung dafür? Naja, also eine mögliche Erklärung war, wir haben das Lemma von Gronwall benutzt, um zu zeigen, dass diese kleinen Diskretisierungsfehler, die wir machen in jedem einzelnen Schritt, dass die sich nicht aufaddieren zu einem
ja, sehr großen Wert, ja, sondern dass sie tatsächlich durch eine Konstante mal diese kleinen Fehler nach oben beschränkt sind. Hier scheint es jetzt tatsächlich so zu sein, als ob dieser Satz nicht mehr gilt und als ob die kleinen Fehler, die wir machen, tatsächlich sich aufaddieren zu riesig großen Fehlern, in diesem Fall bis 10 hoch 30. Und ja, das bedeutet, das ganze Verfahren ist instabil. Kleine Fehler, die wir zwischendurch mal machen, die addieren sich auf zu riesigen Fehlern im Ergebnis, die das Ergebnis völlig unbrauchbar machen. Okay, gut. Also das ist jetzt so die Erkenntnis oder zumindest mal die Vermutung, die wir hier mitnehmen. Und in der kommenden Vorlesung werden wir uns diesen Zusammenhang zwischen Konsistenz und Konvergenz ganz genau anschauen. Und wir werden feststellen, dass es tatsächlich viel komplexer ist als bei den Einschrittverfahren.